So, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder zu einem neuen Fable 3 Part. Wir gehen jetzt endlich zu unserem Bruder. Und werden ihn nicht erledigen, sondern... Wir... Verdammt. Ja, guck mal, jetzt haben wir einen Boxer. Sondern hören uns einfach mal die Rede an. Und das wird... Wo ist die Umrandung? Wo ist die Umrandung? Da ist die Umrandung. Schloss Bowerstone. Direkt da. Yep. Ben Finn, wer auch Ben Finn ist, ich weiß das überhaupt nicht, Ben Finn. Ach, der Blonde. Ja, der Blonde, komische Rebelle. Rebelle. Ihr glaubt also, ihr könnt gewinnen? Wir sind die Besten, Logans Elite. Warum kann er schon sprechen, ja, wenn wir nichts sehen? Verräter sind unter uns. Verräter planen unser Ende. Verräter geben vor, für eine edle Sache zu kämpfen. Sie tragen viele Masken. Vielleicht sehen sie aus wie Freunde. Vielleicht wie euer ergebenster Diener. Das ist das Gesicht eines Verräters. Swift? Major Swift. Ein angesehenes Mitglied der Armee und treuer Diener des Königreichs. Hat uns alle verraten. Er wurde beim Aufwiegeln getreuer Soldaten erwischt und wird daher angeklagt wegen Spionage, Hochverrat und Verschwörung. Oh. Aber weitere ruchlose Verräter schänden unser Land mit ihrem Verrat. Wir werden diese Verräter jagen, wo sie auch sein mögen. Sie wird dasselbe Schicksal ereilen wie Major Swift. Das Schicksal aller Feinde der Krone. Wir müssen ihn aufhalten, egal was es kostet, um jeden Preis. Los, sagen wir es den anderen. Unser Major ist tot. Swift. Dafür habe ich jetzt kein Let's Play angefangen, das macht mich traurig. Aber habt ihr mal gesehen, was auf unserem Tattoo steht? Also was unser Tattoo da zeigt? Warte. Da ist ein Herz und darunter sind Namen. Eine Agnes und durchgestrichen. Das könnt ihr in der Sequenz nochmal nachgucken. Auf jeden Fall sehr witzig. So, kämen wir zum Hauptquartier oder machen wir ein bisschen Geld? Wir gucken mal, ob es eine neue Waffe gibt. Obwohl ich die ja schon mega geil finde, aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen schauen. Oh, da, wir gucken mal, ob es coole Frisuren gibt. Ja, weiblich. Eher weiblich. Was ist das? Die Haare ein bisschen kurz? Nein, komm. Das ähnelt mir, das ist in Ordnung so. Niemand in Bowerstone hat bessere Produkte. Was ist da? Was haben wir hier? Wir leiden ein wenig unter Engpässen und deshalb biete ich euch mehr, falls ihr das habt, was ich suche. Schön für dich. Da ist der Waffenladen, da. Le gefunden. Und da ist das Schwert immer, ne? Schaut euch ruhig einmal um. Nee, das haben wir schon. Das bedeutet, wir können uns verziehen in das Rebellenlager. Zum Rebellenlager, selbstverständlich, ne? Zum ist kürzer. Zu. Er, sie, es. Wir, ihr, sie. Deutsch. Yay. Ah. Sinnlos. Guck mal, die sind alle schon gesucht. Alles unsere Freunde. Sabine. Paige. Alle. Alle auf meiner Seite. Laufe ich irgendwie gerade in die falsche Richtung? Nee, tue ich nicht. Ist alles gut, alles gut. Ich frage mich immer noch, wie wir da hinten hinkommen zu der Truhe. Da ist bestimmt irgendwas super Tolles drin. Nur, weißt du, da hier ist extra so eine Truhe, wo ich raufsteigen kann, aber... Warum auch? Warum sollte das funktionieren? Das wäre ja unlogisch und zu einfach und so. Aber halten wir uns mit solchen Kleinigkeiten nicht auf. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich will etwas aus mir machen. Dann mach doch was aus dir. Du kleiner Stucki. Ich denke mal, wir bräuchten den Schlüssel, dann würden wir da hinkommen. Aber wo ist der Schlüssel? Niemand weiß es. Ja, ja. Irgendwie fand ich unseren anderen Hund schöner, aber... Wir brauchen Abwechslung in Let's Plays. Das ist sehr wichtig für Let's Plays. Nicht. Komischer Hund, Boxer.
Ich habe nichts gegen Boxer. Nicht, dass ihr jetzt denkt, weil ich komisch, ne? Ich mag Boxer. Ich mag eigentlich alle Hunde. Hauptsache Hund. Ja. Sehr tierlieb bin ich. Früher bin ich eigentlich auch in der Höhle aufgewachsen mit 5 Kaninchen, 10 Wölfen, die sich alle lieb hatten, nicht gefressen haben und eigentlich spreche ich auch ein bisschen bärisch. Was aber ich, aber zum Glück sind wir schon da. Ich kann meine Schnauze halten. Oh, Gottes Willen, komm, redet. Ben damit hat uns alles erzählt. Swift war ein guter Freund. Er starb wie ein Soldat. Wie ein Soldat? Was soll das heißen? Was war denn so ehrenvoll an seinem Tod? Er wurde gefoltert, gedemütigt und ermordet. Und er hat Logan nichts verraten. Sonst wären wir jetzt tot. Das ist edel. Das Ganze war für Logan nur eine Frage der Zeit, bevor er uns jagen würde. Wir müssen zurückschlagen. Wir sind noch nicht bereit. Wir brauchen mehr Verbündete. Und dank Swift wissen wir, wo wir sie finden können. Bevor er hingerichtet wurde, hat er uns eine Nachricht geschickt. Ein loyaler Soldat der alten Garde brachte sie mir unter Einsatz seines Lebens. Was steht drin? Wir reden hier von Swifty. Also ist sie ohne große Umschweife geschrieben. Ihr findet Verbündete in Aurora. Ich verstehe nur noch nicht, wie uns jemand dort helfen soll. Aurora ist eine Wüste. Dort gibt es nichts. Zumindest wird es behauptet. Aber es ist der einzige Hinweis, den wir haben. Können wir bitte weitermachen? Ich muss jetzt unbedingt jemanden erschießen. Zunächst einmal brauchen wir ein Schiff. Ihr und Ben kümmert euch darum. Paige und ich halten euch währenddessen den Rücken frei. Ihr müsst Schleichwege nehmen. Und da wird es von Soldaten wimmeln. Kein Problem. Ich kenne mich echt gut aus. Wir treffen uns am Ende der Kanalisation. Wir zeigen Logan, wozu Verräter imstande sind. Dann los. Meine Männer besorgen das nötige Material. Das wird ein hübsches Spektakel. Aurora ist weit weg. Es könnte länger dauern, bis wir zurück sind. Ich sehe schon hier, wenn ihr mal guckt, rechts die Wüste und links. Dann jetzt. Ach, ich muss nichts erledigen. Mich will eh keiner haben, keine Frau, also ist egal, wir hauen ab. Hat mir alles beigebracht, was man als Soldat wissen muss. Zeigen wir diesen Schweinen, was wir drauf haben. Ja, ja. Geh mal voran. Ich folge dir. I follow you, BT, baby. Ich lasse das Ding lieber. Bevor ihr noch Ohrenkrebs bekommt und derartige Krankheiten. Ich lasse es. Er soll schneller rennen, sonst ich renne dir einfach weg. Ja, jetzt rennst du, jetzt, ne? Andere Helden, mit denen ihr gespielt habt, ja, es gibt ja einen Multiplayer, ne? Wir müssen bis ans andere Ende des Docks, also sollten wir besser nur im Notfall schießen. Na los. Ich schieße auch nicht. Überlass mir das Reden. Ich habe eine Idee. Ach. Ob ich da jetzt so überzeugt bin, dass du eine Idee hast? Ich weiß ja nicht. So, jetzt gehen wir wenigstens ein bisschen langsamer. So rennen wir? So nicht mehr. So rennen wir? So nicht mehr. Ganz ruhig, mein Kleiner. Halt! Nur für königliche Wachen. Ich weiß, aber darf ich trotzdem sagen, dass ihr einfach toll ausseht mit euren Helmen und dem ganzen Kram? Ich und mein Freund hier haben uns gefragt, ob wir uns euch anschließen dürfen. Wir wollen auch so sein wie ihr. Geht. Ach kommt. Habt ihr denn keine Broschüren oder Anmeldeformulare, die wir mitnehmen könnten? Oder vielleicht ein Autogramm? Wir sind echt ganz große Fans. Geht oder wir müssen euch den Garaus machen. Seht ihr? Sogar ihr Vokabular hat Stil. Wir sind drin und los. Okay. Ich hatte nicht wirklich eine Idee. Ich wusste es. Er ist so dumm. Lasst ihm keine Zeit zu zaubern. Vorsicht mit den Fässern, die sind voll mit Schießpulver. Ja, das hoffe ich doch. Wuhu. Und du hau ab. Und du da hinten auch. Zack. Können wir jetzt nicht einfach die Sachen von ihnen anziehen, wenn ich sie nicht verbrannt habe? Naja, sie sind aber relativ verbrannt. Egal. Aufladen und Feuer. Vorsicht! Die Ratte verwendet Magie. Tu ich gar nicht. Petze. Gut gemacht. Und Magic. Jetzt benutze ich mal mein Schwert. Weil wir brauchen Abwechslung, habe ich euch eben schon gesagt. Aua. Oh, oder ich sterbe gleich.
ihnen, wer hier besser ist. Oh, Treffer, oh, ein Apfel. Mir geht schon wieder besser. Ja, ich sag doch, Äpfel sind gesund. Oh yeah, wir sind aufgeladen. Komm näher, komm näher, komm schon, komm schon. Kommt doch einer mal her. Alter, motherfucking, holy shit und was auch immer. Gefällt mir. Zack. Habe ich beide erledigt? Nee. Blöder Penner, hier stirbt. Wen haben wir hier? Warte. Vorsicht, hier wimmelt es von denen. Bereit, Mann. Hat er gerade selber gegen das Fass geschossen? Idiot. So macht das auch Spaß. Die sind voll mit Schießpulver. Ja, ich weiß, alles cool. Yo, Homie, go. Oh. Hier sind die besten Soldaten im ganzen Königreich. Das mag ja sein. Aber ich bin der geilste Prinz im ganzen Königreich. Aufladen und tschüss. Nein, verdammt. Aufladen und. Aufladen und bumm wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber. Bitte, da muss ein Heiltrank drin sein. Komm schon. Irgendwas Gutes. Und? Nun ja. Nicht so, wie ich erwartet hätte. Hier irgendwo vielleicht? Nein, schade. Haben wir noch einen Apfel? Auch nicht, schade. Verschwinden wir, die Docks sind ganz in der Nähe. Herr, du mit deinem cleveren Plan, Vollidiot. Was haben wir da? Komm, wir machen das mal kaputt. Vielleicht ist da was Tolles. Und wie Sie sehen Sie nichts. Hier vielleicht? Nein, auch nichts. Schade. Gut, dann rennen wir einfach mal los. Es wird schon schief gehen, Kinder. Wir sind zwar mega geschwächt, aber... What the hell? Erstmal beschäftigt. Los, der Weg zu den Schiffen müsste frei sein. Warum machen wir dann Schiffe kaputt, wenn wir Schiffe haben wollen? Ja, ich weiß, da sind bestimmt mehrere drin, aber im Wasser und so. Yay! Nutzlose Aktion und so. So, das wird sich schon aufhalten. Das feige Schwein nutzt Hexerei. Oh, oh. Hexerei, das ist Zauberei, es ist wunderbar. Diese Banausen, die haben einfach keine Ahnung. So. Bleibt mir. Oh, sind mir ein bisschen zu viele. Naja, oder auch nicht. Wir haben halt nichts auf dem Kasten. Ich kann wenigstens hier was aufladen. Juhu! Mit Special Effect. Oh yeah. Ja, man sollte auch Gegner angreifen, die auf dem Boden liegen. Schön hinterhältig, so mag ich's. Hexerei! Hat doch keine Ahnung. Oh. Stimmung! Yeah! Strategisch vorgegangen und so. Walter, wo wart ihr? Wir müssen uns beeilen, sie werden uns noch verfolgen. Ihr habt alle keinen Plan. Wir werden immer verfolgt. Wir sind total auffällig, machen Sachen kaputt. Und ich will das Schiff haben. Das sieht nämlich cool aus. Oh, wir können das sogar nehmen. Yay, rauf da. Hopp, hopp, kommt Leute. Ich will Boot fahren. Tut, tut. Leute? Ich will mich nicht mit euch unterhalten. Lass einfach los. Und den Blonden da, den lassen wir hier. Den brauchen wir nicht. Okay, alle einverstanden? Okay. Sie bleibt. Jemand muss ja alles organisieren. Und jetzt kommt.
Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Reise. Wunderbar. Ein neuer Kontinent wird erobert. Erobert oder erforscht, wie ihr wollt. Gerade unser Boot kaputt gegangen? Ben! 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 Alles in Ordnung? Ja. Ist Ben nicht da? Nein. Wir haben es nicht alle geschafft. Ich hoffe nur... Tja, vielleicht wurde er irgendwo angespült. Bestimmt. Dann würde ich mal sagen, tja, schauen wir mal. Der einzige Weg von hier scheint durch eine ominöse Höhle zu führen. Eine ominöse Höhle. Ach, warum immer Höhlen und immer mit dir? Du stehst doch auf Höhlen. Du bist ein richtiger Höhlenfetischist. Nee, da komme ich jetzt nicht mit. Nicht jetzt, nicht heute, sondern, meine Lieben, im nächsten Partyjahr. So tolle Überleitungen habe ich drauf. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Oder vielleicht übermorgen. Oder vielleicht überübermorgen. Man weiß es nicht. Bis dann. Ciao.